Nach fast genau 2 Jahren habe ich mich Mitte Februar 2016 mal wieder mit dem Podcaster Chris Marquardt getroffen, um einen Tag lang zu fliegen. Ich bin früh morgens in Bielefeld gestartet und gegen 10 Uhr mit unserer kleinen Cicada Rally, auch als Moran bekannt, in Hannover gelandet. Selbst mit kleinen Sportflugzeugen bekommt man in Hannover fast immer ein Follow Me zur Einweisung in die richtige Parkposition. Diesmal konnte ich direkt vor dem General Aviation Terminal parken. Chris war schon da und musste sich kurz gedulden, während ich mir den Stempel im Landegutscheinheft abholte. Hier ist die Routenplanung zum Verlassen der Kontrollzone über November. Ich hatte eine Flugroute Richtung Hamburg geplant, die Elbe stromabwärts nach St. Michaelisdonn. Einen Termin eine Woche vorher hatten wir absagen müssen, aber an diesem Mittwoch war perfektes Flugwetter. Chris hatte seine beiden DSLRs dabei. Eine mit Telezoom und eine mit Ultraweitwinkelobjektiv. Dazu sein iPhone, sodass wir zusammen mit meinen beiden kleinen Actionkameras 5 verschiedene Blickwinkel hatten. Und die, die sich nicht bewegen, sind die schlimmsten. Flugsteuerung frei. Clear prop! Die kurze Centerpiste war gesperrt, sodass wir ziemlich weit rausrollen mussten, um von einer Rollbahneinmündung auf der langen Nordpiste 27 links zu starten. Auf größeren Flughäfen ist es von Vorteil, wenn man noch jemanden dabei hat, der mit darauf achtet, dass man die richtigen Rollwege benutzt. Nach dem Motortest mussten wir nur kurz auf unsere Startfreigabe warten und los ging's. Hinein ins Blaue. Aber jetzt viel Spaß. Genießt die schönen Landschaften Norddeutschlands.
Der Rest des Fluges hat einfach nur Spaß gemacht, bis wir nach der Landung in St. Michaelisdonn feststellen mussten, dass das dortige Restaurant geschlossen war. Also haben wir nach einem kurzen Tankstopp uns wieder auf den Weg gemacht nach Wilhelmshaven. Aber das kommt in einer späteren Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Allzeit sicheren Flug.